Hallo, ich habe einen Haul für euch und zwar war ich beim Action und ja, die Sachen sind von, ich glaube, ich war zwei oder dreimal da drin und habe dann immer mal so einen Teil mitgenommen. Ja, da hat sich dann einfach nicht gelohnt, ein Video zu machen, aber jetzt habe ich so ein bisschen was zusammen und das möchte ich euch gerne zeigen. Und ja, ich habe hier diese Blöcke. Wollte ich gerade sagen, diese Blöcke hier. Ich habe mich jetzt gerade nur, weil hier Sticker steht. Ich glaube, das ist so, auch so wie eine Folie. Ja, es wird so eine Folie sein. Ich dachte, das ist Papier, aber ich weiß nicht. Ach so, das ist nur. Ich bin so dusselig, oder? Sticker mit Folie. Ach, keine Ahnung. Ich benutze das wie Papier. Und zwar ist das hier so, na, so geprägt und goldbeschichtet, total cool. Ich lasse das jetzt hier, das ist ja noch so verklebt. Sieht aber wunderschön aus. Das sind wie so Sticker-Abschnitte, keine Ahnung. Ich werde das wie normales Papier benutzen. Und dann hier in Schwarz, Schwarz-Weiß. Gab glaube ich noch verschiedene andere, aber ich habe mich für die beiden entschieden. Ich blättere das hier nur mal so ein bisschen. Das ist so ein bisschen zarter. So marmoriert ist das halt, ne? Und manche haben halt diese Goldprägung hier. Ja. Die zwei habe ich mir mitgenommen. Ich wollte es nicht wieder übertreiben und habe eben nur zwei hier mitgenommen. Da gab es noch andere, glaube ich. Ja, dann fand ich mega cool und da gab es auch verschiedene Farben, diese Folien hier. Und ich habe die auch bei irgendeinem Video schon gesehen, aber ich weiß nicht mehr, bei wem das war. Da ich ja nicht so viele Hauls gucke. Action Hauls. Ich weiß nicht, ob es Rebecca war. Keine Ahnung, ist ja auch völlig Wurst. Auf jeden Fall habe ich die irgendwo gesehen. Und ich habe die Variante und die Variante mitgenommen. Also blau und pink. Und es gab, glaube ich, noch grün und silber und gold. Und ja, ich habe mich für die beiden hier entschieden. Und mal gucken. Ich habe ja sowas für die Nägel, also so Nagelfolie. Da ist doch eigentlich genau dasselbe, nur halt viel mehr drin, ne? Denke ich jetzt mal. Genau. Ich guck gerade. Ja, ich glaube, das ist genau sowas. Ja, dafür habe ich noch den Nagelkleber. Oder generell Kleber dazu. Irgendwo. Weil ich habe solche Abschnitte für die Nägel. Das sind so kleine Nähaddöschen und da sind die drin. Und hier ist ja das Dreifache drin. Und das sieht echt auf Nägeln sehr schön aus. Ich denke nicht, dass das irgendwas anderes ist. Mal gucken, werde ich mir mal die Nägel mit verschönern. Ja, und da ich ja meistens blau oder pink oder so lila habe, habe ich mir gedacht, okay, da reichen die beiden Farben hier. Sind ja auch verschiedene drinnen, ne? Also verschiedene Farbtöne. Ja. Erstmal ausprobieren und falls das wirklich so toll ist, dann kann man ja immer noch die anderen Farben holen. So, das war dieses hier. Dann habe ich mir nochmal mitgenommen. Die habe ich beim letzten Mal schon gekauft. Die habe ich euch nämlich gar nicht gezeigt. Also das letzte Mal, wo ich da drin war, da hatte ich so eine, wie eine Art Erdnussbutter oder sowas in der Art. Dann unsere komische Knoblauchsoße. Und die hier und ich fand die total lecker. Ackerbohnen mit Sojageschmack, ja, und die habe ich mir jetzt zweimal nochmal nachgekauft. Obwohl ich ja eigentlich versuche im Moment auf sowas zu verzichten, ne? Weil das ist ja wie Chips hier. Aber ja, die sind echt lecker, das muss ich sagen. Ackerbohnen mit ja, Palmöl, naja, gut. Hat man halt immer irgendwas drin, was einem nicht gefällt, aber ja, es hat wirklich sehr, sehr gut geschmeckt und ja, ist mal was anderes, sage ich jetzt mal. Genau, die habe ich mir nochmal zweimal mitgenommen. Dann habe ich mir diese Masken hier mitgenommen. Die hatte ich schon mal gekauft, aber ich habe meine versch also ich habe die verschenkt. Weil ja, ich finde diese Verpackung immer so hübsch, dass man die eben auch mal verschenken kann. Glitter, was steht hier? Glitter, Peel Off. Ja, keine Ahnung. Glitter, irgendwas mit Glitter, Peel Off. Und dann die hier. Ja, ist man natürlich wieder Verpackungsopfer. Ich sag jetzt mal, so eine Maske zu verschenken, bei jemandem, wo man weiß, der benutzt das auch, ne? Ist halt schöner von der Verpackung her als ja, diese langweiligen, ne? Wo da halt nur ja, nichts großartig. Aber ich finde das so schön hier mit dem Mädel. Sieht halt irgendwie cooler aus. Spricht einer an und ist ja, kostet ja auch nicht viel. Ja, und die sind aber mal für mich. Ich hab hier auch Anti-Stress, ne? Oder stressfreies Dings da oben brauche ich auch. So,
Dann habe ich mir dieses hier mitgenommen. LOL-Eier. Ja, mal sehen, ich bin gespannt, was drin ist. Ja, Schokolade gebe ich natürlich wieder den Kindern. Obwohl ich, ja, schwarz und weiß, ne? Also, oh, lecker. Aber ich bin eigentlich nur auf den Inhalt scharf. Ist auch übel schwer. Oh, ich würde am liebsten sofort reingucken. Was kann denn da alles drin sein? Ein Radiergummi? Ich habe ja schon ein Radiergummi. Einen habe ich ja schon. Aber der war nicht von hier, ne? Wo habe ich denn den wieder her? Habe ich den bekommen? Oder sind das gar keine Radiergummis? Oh, wollen wir mal eins aufmachen? Wir machen eins auf. Ich bin nicht neugierig. Ich muss jetzt mal reingucken. Sind die alle gleich aus, die Eier, oder haben die verschiedene Designs? Ne, das ist alles dasselbe Mittel drauf. Hätte ja sein können. Oh, das klingt nach was zum Zusammenbauen. Ja, man schüttelt immer noch, wie früher. Welches nehme ich? Oh, das klingt gut. Hört ihr das? Das klingt richtig gut. Das klingt, aber das hier klingt richtig. Oh, da weiß ich noch, wie ich damals an der Kaufhalle standen, die Überraschungseier an der Kasse, diese ganzen Paletten. Und dann stand man immer da und hat geschüttelt und stundenlang geschüttelt. Und da waren diese Pinguine drin. Kennt ihr noch einer? Die Pinguine, die mal im Ei drin war. Und da war ein bestimmter dabei. Ich habe die mittlerweile ja alle, glaube ich. Wenn die noch alle vollständig sind. Ich habe ja einen Riesensack mit Ü-Ei-Figuren. Die Pinguine, die Happy Hippos, die Krokodile da, die Schule da, die Krokodilschule. Ah, oh, was gab's denn da noch? Noch früher diese Turtles. Da wollte ich ja unbedingt den haben, der in die Melone reinbeißt und der ausgerutscht ist auf der Bananenschale. Wisst ihr noch? Die kennt ihr bestimmt noch. Also jedenfalls die jetzt in meinem Alter sind. Die kennen die noch. Ja, und da waren halt diese Pinguine drin und ich wollte irgendeinen von denen unbedingt haben, weil ich den so süß fand. Und ja, meine Oma hat mir dann immer so erlaubt, was weiß ich, nimm dir drei, vier so eine Ü-Eier mit. Und dann stand ich da immer und hab's ja genau hier so geschüttelt und oh, total, das hat so einen Spaß gemacht. Ja. Und dann gab's noch die Dinos, da gab's dann noch Dinosaurier. Und da war einer, das war da wie so ein Baby aus, der in so einer orangenen Eierschale drin lag. Ja, und dann gab's noch Bauarbeiter-Dinos und ja, ich hab die alle. Ich hab die mittlerweile alle. In einen großen Beutel. Ich habe die auch schon mal ausgekippt und irgendwo mal ein Bild gepostet. Ich glaube, es war aber bei Facebook, dass ich gerade wieder sortiere. Ja, ich habe schon als Kind so ein Schnulli gesammelt, ne? So Figuren und sowas alles. Ja, ich hatte auch schon für Malerei und sowas als Kind. Also war ich schon immer irgendwie so verrückt wie jetzt. Ich habe auch schon viele Sachen immer aufgehoben. Ja, wenn ich jetzt gesagt habe, oh, ist das niedlich, dann habe ich mir das abgemacht und irgendwo hingestellt auf dem Schreibtisch oder. Ja, da war ich schon immer so bekloppt. Oh, guck, hört mal. Sind das echt Figuren? Also wenn ja, dann muss ich noch mehr davon haben. Nein, es ist ein Radiergummi. Ich dachte, es sind kleine Figuren drin. Doch ein Radiergummi. Aber war mein Gespür richtig? Das ist doch ein Radiergummi, oder? Das fühlt sich ja ganz anders an. Oder ist das eine Figur zum Hinstellen? Fühlt sich nicht an wie ein Radiergummi. Mal gucken, was steht denn da? Nur Kollektion. Sind das jetzt einfach Dinger zum Hinstellen, oder? Also wenn das Figuren gewesen wären, dann wäre ich gleich nochmal morgenlos gerannt. Ja. Wenn das so richtige Figuren gewesen wären, wie die Ü-Ei-Figuren. Also es sieht aus wie ein Radiergummi, aber es ist eher Plastik. Okay. Jetzt bin ich natürlich total neugierig. Ah, sorry. Da kommt das Kind wieder raus. Ich möchte jetzt wissen, was hier drin ist. Wie gedacht, Schokolade ist sehr lecker. Sieht jedenfalls sehr lecker aus, ne? Aber. Mich interessiert nur der Inhalt. Jawohl, mich interessiert nur der Inhalt. Was haben wir hier? Oh! Wie so ein Button oder was ist das? Hä? Gehört hier irgendwie dran? Aber was soll denn das sein? So ein Schnulli, ey. Was ist das? Ach so, ist derselbe Zettel. Was soll denn das sein? So ist das ja ganz cool, so die Oberfläche. Könnte man vielleicht noch weiter verbasteln. Soll das eine kleine Dose sein, dass man da ein Ohrring oder so reinpackt, ne? So ein Stecker oder so.
Ich glaube, das soll eine Dose darstellen. Dass man da ein Ohrring oder sowas reinpackt, ne? Oh, ich will jetzt wissen, was in den dritten drin ist. Ach, kommt. Ach, kommt. Mach mal jetzt. Und Schokolade kann ich erstmal wieder hier reinpacken. Das kriege ich dann nämlich in die Küche. Ja, ich will jetzt wissen, was da drin ist. Ich wollte eigentlich nur eins auspacken, aber. Also so eine Art Radiergummi-Ding da, dann eine kleine Dose. Weiß ja nicht, ob das immer so kleines Kram drin ist. Ja. Nochmal so ein Teil. Nochmal so ein Dosenteil. Aber mit einem anderen Motiv drauf. Ja, also ich würde jetzt mal sagen, das ist eine kleine Dose. Hat mir mehr drin erhofft. Aber ich glaube, ich hatte schon mal so ein Ei, ne? Hat mir nicht Svante auch mal eins geschenkt? Oder das war ein anderes, glaube ich. Ein größeres. Da war da noch irgendeine Figur drin, so ein Anhänger. Ja, da bin ich jetzt ein bisschen enttäuscht. Dachte, da ist jetzt sonst was drin, aber eigentlich hätte man ja mal drauf gucken können, ne? Aber damit konnte ich jetzt nichts anfangen. Dachte, das wären nur so Beispiele, aber ja, wer lesen kann, ne? Okay, dann kaufe ich das nicht nochmal. So, und welche hatte ich? Habe ich jetzt die hier? Nee. Ist ja auch nicht drauf. Doch die hier? Ach, was weiß ich. Ist ja auch wurscht. Ja, mal sehen, ob ich das hier nur verwende. Also nur dieses obere Teil. Vielleicht für das Schmuckstück oder so. Ne? Ist ja eigentlich relativ flach. Könnte man vielleicht eine Kette oder so noch draus machen. Weil als Dose brauche ich das jetzt hier nicht. Ja, kann man mal mitnehmen, aber muss nicht immer sein. Es sei denn, es wären kleine Figuren drin gewesen. So wie ich mir das erträumt habe, aber da war meine Vorstellung wieder, ja, anders. Okay, machen wir mal weiter. Lass mal hier ein bisschen Schokolade wieder weg. So, dann nehme ich mir mit. Ach Quatsch, dann habe ich mir mitgenommen. Dann nehme ich mir mit. Ich wollte eigentlich sagen, dann nehme ich mir immer mit, wenn die aufgefüllt haben, und die hatten heute aufgefüllt, diese Teile hier, weil ich die ja, ich glaube, ich habe euch den Schmuck gezeigt, vor allen Dingen die hier, die sind aber immer schnell weg. Ich glaube, da gab es auch nur zwei, warte, Moment mal, irgendwas habe ich, das habe ich zweimal, das habe ich auch zweimal, nee, dann habe ich, nee, dann war es was anderes. Da gab es verschiedene, genau, und ich habe die zweimal und die dreimal, weil ich die einfach öfter brauche. Und die habe ich jetzt auch mal mitgenommen. Ja, die kann man vielleicht auch mal für Schmuckbasteln benutzen, obwohl ich das schon wieder, wenn man da einen Ohrring dranhängt, dann verfilzt das so mit den Haaren. Ja, mal gucken. Aber die hier sind einfach nur genial. Na, ihr wisst ja, ich habe jetzt hier zum Beispiel auch die Kette gemacht. Und da habe ich auch wieder, wie, ist halt blöd, dass es immer nur Bronze ist. Also mir gefällt das zwar, aber ich habe nicht viel bronzefarbene, ja, so Kettelstifte oder Ösen oder so. Da wäre es cool, wenn es eben auch eine silbere oder goldene Variante geben würde. Ja, ich habe nämlich hier die Kette noch, also ich habe die Kette hier noch gebastelt. Und da habe ich das im Hintergrund. Ah, das macht echt Spaß, diese Teile zu verwenden. Ja, ich glaube, ich habe euch alles gezeigt, ne? Die Ohrringe zum Beispiel hier mit Hello Kitty, das habe ich euch gezeigt. Da benutze ich die Dinger einfach übelst gerne. Ich finde, das sieht hübsch aus. So. Also habe ich mir die nochmal mitgenommen. Ich habe noch welche, aber ja. Ich weiß nicht, ob das so zum Sortiment gehört, ob es die schon immer da gab und auch immer geben wird. Oder ob das irgendwann, wenn, ja, jetzt nur jetzt im Moment gibt. Egal, ich habe jetzt genügend. Dann habe ich gefunden, da hat mir die liebe Svante, glaube ich, Bescheid gesagt. Diese Bücher hier, und zwar sind das Stickerbücher, und das ist jetzt schon eine Weile her. Ich weiß nicht, ob es die jetzt noch gibt. Das ist nämlich jetzt schon ein paar Tage her, Wochen. Oh, wann war denn das? Oh, das ist bestimmt schon 3-4 Wochen her, wo Svante mir das, ich glaube, es war Svante mir gesagt hat, dass es die gibt. Ja, und da gab es verschiedene mit Mädels drauf. Total niedlich. Die Variante und zweimal hier mit so einem Katzeneinhorn und hier der Ananas, und das ist total niedlich. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob die aktuell sind, ob es die noch gibt, aber vor ein paar Wochen gab es die. Und da sind dann so verschiedene Sachen drin. Schaut mal, wie niedlich. Postkarten zum Beispiel oder
Jetzt komme ich wieder an die blöde Halterung hier. Ja, also Postkarten. Oh, so süß. Ja, genau mein Ding, ne? Schaut mal. Aha, ich bin verliebt. Ja, und dann noch so Sticker und alles Mögliche und Standteile. Das ist total geil. Und die kosten 99 Cent, glaube ich. Ja, ich glaube, dass die 99 Cent kosten. Also diese Variante habe ich entdeckt. Dann diese Variante. Ja, es ist so ein bisschen mein Model-mäßig hier. Ja, hier sind dann so viele Standteile und Sticker drin. Und keine Postkarten, glaube ich. Ja, und so. Ja, so Standteile, Sticker halt. Geil. Hier auch zum Verkleben von Tütchen. Also die sind echt geil. Und ich glaube, wie gesagt, 99 Cent und das ist ein Top-Preis. Ich habe auch einige doppelt mitgenommen, aber ich zeige jetzt nur immer eins, weil ist ja Quatsch, ne? Ich weiß nicht, ob ich das doppelt habe oder das. Oder von jedem eins doppelt, kann auch sein. Ich fand die so mega. Oh ja, schaut mal, da war irgendwas mit Panda-Bären. Ah, so geil, oder? Der hat eine Sonnenbrille auf. Auch der Elefant hier. Übelst niedlich, finde ich diese. Ja, ich sag jetzt mal nachgemachten MyModel-Teile da. Dann hier. Ich weiß gar nicht. Ach, hier sind wieder Postkarten drin. Total geil. Ja, schaut mal, wie das spiegelt hier mit den Rollschuhen. Mega, 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 mega cool. Ja, hier nochmal so Zahlen und oh, hier unten die Mieze. Ja, und auch die Buchstaben sehen cool aus. Ah, diese blöde Halterung hier. Buchstaben sehen auch cool aus. Ja, und das hier. Auch wieder Postkarten. Ah, ich finde die übelst cool. Hier so schön hier mit den Einhörnern, den Donuts und Süßigkeiten. Halt so Postkarten, ne? Aber man kann sie auch für anderweitig verbasteln. Oh, total geil. Ja. Da danke ich dir, liebes Wandje, für den coolen Tipp. Die sind wirklich mega cool. Mal einen Schluck trinken. Schon wieder so einen trockenen Mund. Ja, sehr, sehr geil. Habe ich mich echt gefreut, dass ich die bekommen habe. Dann hatte ich verschiedene Stanzblöcke, die ich jetzt nur mal schnell zeige. Moment, ich muss erst mal gucken, hier ist alles durcheinander. Stanzblöcke, Stanzblöcke, Stanzblöcke. Moment, hier sind noch zwei Stanzen. Die zeige ich natürlich auch noch. Und zwar einmal Hasi. Weiß ich nicht, ob ich die euch schon gezeigt habe, weil die ist jetzt, die habe ich nur einmal. Aber falls ich die im letzten Action Haul schon mal gezeigt habe, das ist dieselbe. Also ich habe, jetzt räume ich sie aber wirklich weg. Ich habe die nur einmal geholt. Und zwar einmal mit so einem süßen Häschen hier. Also Babymotiv. Mich hat eigentlich nur die Wolke und das Häschen hier interessiert. Aber was steht hier oben? Willkommen, Little One. Oder so. Ja, ist eigentlich eine Babystanze, aber das Häschen kann man ja auch. Ja, ist ja das Kawaii-Häschen. Das ist doch Hasi, oder Sabrina? Das ist doch Hasi. Ja, fand ich total geil. Unten kann man es nochmal sehen. Das ist so ein Beispiel. Also wie gesagt, die habe ich jetzt nicht doppelt und dreifach. Die habe ich nur einmal. Nur noch halt noch nicht gezeigt, glaube ich. Oder keine Ahnung. So, dann das hier. Da gab es ganz viele verschiedene. Das war ein Angebot. Und da gab es, was weiß ich, Kreise, die ich schon habe, dies und das. Und das ist ja mal cool hier für Karten. Oder halt auch für Tags. Aber was das gekostet hat, weiß ich nicht mehr. Das liegt schon eine Weile zurück. Ich habe hier ein bisschen gesammelt. So, und dann die Stanzblöcke. Da hatte mir auch die liebe Swanche den Tipp gegeben, dass es die da gibt. Oder dass die neu sind. Moment, ich habe hier wieder alles durcheinander. Meine Güte. So. Jetzt aber. Und zwar gab es die Variante hier. Total niedlich. Guckt mal, wie schön, ne? Also die Stanzblöcke sind einfach jedes Mal der absolute Wahnsinn. Ich glaube ebenfalls auch, dass ich die euch noch nicht gezeigt habe. Oh, so schöne Motive. Ich will eigentlich gar keine mehr von den Stanzblöcken kaufen, weil ich so viele habe. Aber ja, mittlerweile habe ich auch ich so viele. Aber die sind einfach so toll. Also wo ich die hier gesehen habe und gleich kommt mein Lieblingsmotiv, also mein Lieblingsblock, den ich auch zwei oder dreimal mitgenommen habe, wo ich das hier gesehen habe, die Swans hat die ja auch gezeigt, da habe ich gedacht, ich sterbe. Schaut mal diese niedlichen Motive an. Das ist ja der Oberhammer. So
Niedlich. Ne, da kann man. Ne, der Wal. Schaut mal, der Wal mit den ganzen Blumen da. Oh, ist das süß. Hier der Saurier. Oder da oben die Krake. Ja, die Krake, das ist ja auch so. Ich bin einfach nur verliebt. Mehr kann man dazu nicht sagen. Hier der Fuchs. Fuchs und Vögelchen und. Der Löwe da oben im Stern. Also, das sind so traumhaft die Motive. Die Giraffe hier mit Schal und Mütze. Hier, der Igel. Sieht schlecht, braucht eine Brille. Und das Schweinchen hat einen kleinen Freund da unten. Oh, das ist einfach nur süß. Hier, der Wal. Hat so ein Papierschiffchen irgendwie als Hut. Oh. Ja, ich glaube, den habe ich auch zweimal mitgenommen, weil der ist traumhaft. Traumhaft. Und das hier war mein absoluter Favorit. Weil der ist so maritim und rot und schwarz und weiß, ne? Also genauso wie ich es mag. Schaut mal, ist das nicht geil? Ihr kennt die bestimmt alle schon, die haben die bestimmt die anderen Leute auch schon gezeigt. Oder das Hasi als Matros. Oder unten als Indianer. Ja, könnte kriechen, weil das so süß ist. Da, das Hasi. Oh, so niedlich gemacht. Die Katze. Ja, also das ist einfach, da kann man nicht vorbeigehen. Hier, das Mädel da unten. Nee, also da kann man als Bastler nicht vorbeigehen. Das Schiff finde ich auch total schön, weil das mal so anders irgendwie ist. Ja, also der absolute Traum da, das ist geil. Das hier unten ist absolut geil. Dieses Mädel in diesem Schiff. Nur viel zu groß das Mädel, das Schiff viel zu klein. In so einem kleinen Kahn hier sitzt die da drin und hier ist der Anker und hier schwimmen Fische oder sind so drauf gedruckt oder drauf gemalt. Das ist so niedlich, so detailgetreu und so liebevoll gemalt. Also, oh, ihr seht, ich bin total aus dem Häuschen und total begeistert. Ja, das war mein Liebling von den ganzen und den fand ich auch schön. Ich glaube, ich gab noch irgendwas mit Blumen, aber da habe ich dann gedacht, oh nö, sowas hast du schon. Ja, sowas hier habe ich auch schon, aber ja, die Farben. Man sieht das jetzt gar nicht, die leuchten richtig. Oh, schaut mal da unten. Ja. So tropisches Zeugs halt. Blumen und Vögelchen, Papagei, Dschungel. War da eben eine Katze? Oder war das optische Täuschung? Nee. Ja, also, hat mich getäuscht. Ja, genau. Das waren die Standsblöcke. Geil, oder? Also ich bin total aus dem Häuschen, total begeistert. Dann habe ich hier dieses Buch mitgenommen. Ein Ausmalbuch mit Meerjungfrauenkram. Und da drin sind noch so von LOL so Grußkarten. Da hatte ich mir auch, das ist auch schon eine Weile jetzt her. Ja, da hatte ich auch 4 oder 5 mitgenommen. Das sind die zwei, die ich jetzt noch habe, weil ich die schon verschenkt habe. Und dieses Malbuch. Mein Kaffee hier rüberstellen. Dass ich ja nicht immer an die Halterung komme. Dieses Malbuch mit den Meerjungfrauen. Oh, so niedlich. Ja, ich hoffe, dass ich das noch nicht habe, weil ich weiß es nicht. Macht nichts, wenn man es doppelt hat. Kann man einmal weggeben oder was weiß ich. Benutzen halt, ne? Ja, total süß. Das habe ich mitgenommen. Kostet ja nicht viel, ne? So, und dann. Zu guter Letzt beim Action noch diese zwei Stickerbogen. Den hier habe ich schon, das weiß ich. Aber da da eine Katze drauf ist, muss ich den unbedingt nochmal mitnehmen. Total niedlich. Und von der Seite, ja. Der ist so süß hier, ne? Der Hund. Ja, den muss ich einfach nochmal mitnehmen wegen der Katze und dann schwarz und weiß und rot. Das ist halt alles so, wie es mir, also die Farben, wie es mir gefällt. Habe ich jetzt doppelt, macht nichts. Und dem gab es leider nur ein einziges Mal. Den fand ich total hübsch mit diesen Herbstkram und diesen herbstlichen Tieren hier. Das Reh, schaut mal, das ist irgendwie so cool gemalt, so anders irgendwie. Oh, ich liebe, dass wenn Sachen so gemalt sind. Und ja, der Igel so lila, ne? Das ist halt, das sieht so hübsch aus, so schön. Ja, und auf der anderen Seite ist hier ein Bärchen. Halt auch übelst cool gemalt. Erinnert mich ein bisschen an die Flo-Zeitschrift. Da sind die Figuren auch immer mal so gemalt. Denn hier der ja sehr auch süß, ne? Schaut mal, wie der guckt mit den Sternen hier oben. Ja, also richtig hübsch und oh, total schnuckelig, ne? Hier ist auch noch so ein kleines Hündchen, Schnecke. Also total süß. Den gab es nur einmal.
Dann hätte ich den nämlich auch mehrmals mitgenommen. Und dann habe ich noch zwei Sachen vom Kick. Die zeige ich euch auch, weil kann ich sie gleich verräumen. Und zwar gibt es beim Kick dieses Malbuch hier, mein kreatives Malbuch. Und da ist ein Mädel drauf. Habe ich mir gedacht, naja, so Prinzessin-Kram, ne? Was da halt immer drauf ist, manchmal ist ja auch nur so draußen. Ja, und dann habe ich trotzdem mal durchgeblättert, also hinten so drauf geguckt und gedacht, oh. Ja, und dann habe ich die erste Seite aufgeblättert und habe gedacht, okay, Einkaufskorb, rein damit. Ja, ist das nicht niedlich? Ich stehe auf sowas, ne? Ich stehe total auf sowas und die möchte ich gerne mal so in der Art abmalen. Das Gesicht ist einfach traumhaft. Da kann man nämlich auch wieder lernen, wie man malt. Dass man es mal ein bisschen anders macht. Ich habe zwar meinen eigenen Malstil, wie man immer wieder geschrieben wird, aber ja, ich will die mal so abmalen. Und auch das Kleid, so male ich ja keine Kleider, dass das so gewellt aussieht. Also so, ne? Ja, da kann ich mir was abgucken, finde ich. Ist dann mehr so ein Inspiration. So süß! Schaut mal. Ja, die Gesichter sind so hübsch. Genau mein Fall. Und hier sind auch noch Tiere dabei. Hier eine, die hier mal so liegt. Ja, also das inspiriert mich total. Ich möchte am liebsten sofort einen Stift rauskramen. Hier, schaut mal das Kleid. Ja, und dann waren auch noch Sticker dabei und das hat mich ja umgehauen. Für 1,99 ist ja voll in Ordnung. So süß, oder? Ja, das wären wieder Postkarten, glaube ich. Also Grußkarten. Oh, das würde ich mir auch noch mal holen. Muss ich ganz ehrlich sagen. Oh, so süß, oder? Ja, hier Miau. Das könnte man sich auch in einen Rahmen machen. Sieht so hübsch aus. Ja, das ist ja wohl mal der Oberhammer. Ja, und dann hatte ich noch ein Malbuch für 1 Euro gefunden. Ja, da gab es verschiedene Themen. Und da habe ich dann so rum, ne, so rumgeguckt und. Oh, guck mal, diese komische Katze hier, Quampy Cat oder wie die heißt. Wird das Quampy ausgesprochen? Ich glaube ja. Quampy oder Krumpy? Nee, Quampy, ne? Hab's mit Englisch nicht so. Auf jeden Fall sind das hier so eine Ausmaldinger. Lauter Katzen, die schlechte Laune haben, ne? Schauen wir mal, die Kusche. Ja, fand ich cool für 1 Euro. Ist natürlich wieder total viel zum Ausmalen. Hier, so Steampunk, sieht auch cool aus. Aber wenn man das wirklich mal macht und sich dann wirklich hin hängt. Ah, ich habe mal eine Frage, ihr wisst das. Ihr beantwortet immer meine Fragen. Hier oben ist so ein Zeichen, dieses Auge hier. Seht ihr das? Das ist auch oft auf Schmuckstücken drauf. Und dann gibt es da noch so eine Hand. Da hatte ich von Verena zum Beispiel Anhänger. Was bedeutet das denn? Ich habe nichts gefunden. Oder ich weiß nicht, was ich danach kugeln muss. Nach was muss ich dann kugeln? Da gibt es eine Hand und ein Auge. Gibt ja auch das Om-Zeichen, aber da weiß ich halt die Bedeutung. Aber bei dieser Hand. Meistens ist sie so rum, hängt an Schmuckstücken dran und dieses Auge hier, habe ich keinen Plan. Ja, könnt ihr mir mal vielleicht runterschreiben. Ich weiß ja, dass ihr das wisst. Ja, hier sind wie gesagt verschiedene Katzenmotive und ich denke, wenn man wirklich mal so eins ausmalt und einen Bilderrahmen packt, hier das hier zum Beispiel, das kann ich mir echt cool vorstellen. So diese Hippie-Katze hier. Sieht bestimmt schön aus, wenn das im Flur hängt oder so. Also 1 Euro finde ich da ja völlig in Ordnung. Ich denke mal, das hat früher mal bestimmt mehr gekostet. Das ist doch bestimmt irgendwie markenmäßig. Ja, sowas bestellt man normalerweise bei Weltbild für 5, 6 € oder so. Keine Ahnung. Könnte man ja mal googeln, ob es das noch woanders gibt und was es da kostet. Aber eigentlich ist ja wurscht. Ich freue mich, dass es 1 € gekostet hat. Detailreiche Ausmalbilder, außergewöhnliche Motive, jede Seite mit Perforation einfach raustrennen. Ach so, das kann man einfach. Ah, das habe ich gar nicht mitgekriegt. Ja, das kann man einfach raustrennen hier. Ja, cool. Dann macht man das Buch nicht gleich kaputt, ne? Dass dann alles draußen ist. Und hier ist auch schon eins so beispielmäßig vorgemalt. Erinnert mich gerade an Dalí. Ich weiß nicht warum. Der hat doch gar keine Katzen gemalt, oder? Der hat doch die Uhren gemalt, die so runterlaufen. Aber egal. Manchmal erinnert er halt irgendwas. Hier, schaut mal. Sushi Cat. Sushi Muschi. Darf man das sagen? Egal. So, das war mein Haul. Jetzt habe ich es wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Echt cool. Also wie gesagt, das Malbuch ist neu gewesen. Also aktuell habe ich das jetzt gefunden. Da gab es viele verschiedene Sachen noch. Was weiß ich, Häuser und Blumenmotive und was weiß ich, so Mandala und bla bla bla.
Ich habe mich aber für die Katze entschieden, weil ja, Katze muss mit, ist klar. Meerjungfrau muss auch mit, aber gab's nicht, aber Katze. Und so habe ich das halt noch nie gesehen, hier, Quampy Cat. Ja, also wieder ein bisschen was gefunden, wie immer, ne? Man darf einfach nicht losgehen, man findet immer was. Ich hoffe, es hat euch gefallen, das verrückte Video, und wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss!